Mann, Leute, ey, wie unfähig seid ihr denn? Jetzt ist schon wieder genau das gleiche passiert wie eben. Da sollte man echt feuern. Es geht einem so auf den Sack. Und schon wieder verloren, nur wegen dem. Alter, wie unfähig müssen die denn sein? Also, dass ihr unfähig ist, weiß man ja schon. Aber so krass unfähig. Ja, ist gut. Zeig uns das an. Ich will die Scheiße wiederholen. Und noch ein drittes Mal. Juhu. Warum hätte ich nicht gleich ein 6-Runden-Rennen gemacht? Alter, und dieses Scheißauto, das ich einfach mal immer... Alter, fahr doch, behindertes Kackauto. Jetzt rage ich schon wieder. Und der hat wieder so ein super Auto, das einfach mal total still ist. Ja, du musst nicht gleich übertreiben mit deinem Tempo da vorne. Aber auch das genau in der Kurve zu machen, wo man richtig auf gegenknallt. Das ist doch so dumm. Warum wird so einer bezahlt, der so schlecht ist? Der Schwarten hat sich wenigstens gedreht. So, jetzt führen wir wieder, wahrscheinlich verlieren wir gleich wieder wegen diesem Bug, aber das passiert auch immer nur in der letzten Runde, ne? Hier in dieser Kacke. Oh, es war schon, nehmen jetzt auch schon wieder über eine Stunde auf. Wir werden, hätten jetzt schon bei unseren schicken, wir hätten mit unseren schicken Karrieren GT, wir werden schon beim Aufmotzen alles. Nein. Muss natürlich so schlecht sein bei EA, um dann nichts auf die Reihe zu kriegen. Ich meine, testen die sowas? Testen die nicht diese Spiele, bevor sie es machen? Ich bin ja nicht der Einzige, dem das passiert. Oder wenigstens mal einen Patch rausbringen. Komm, 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 komm. Du kriegst die Kurve, super. Aber auch bitte. Gut. Wir passen jetzt wieder auf die letzte Kurve auf. Am besten bremsen wir etwas davor, so wie hier. Und dann kommt aus der Kurve raus. Sah das nur so aus oder hat er gerade ein Auto weggekickt? Gut, gleich aufpassen. Da vorne ist unsere Lieblingskurve. So. Wahrscheinlich überholt er uns jetzt einfach so. Diesmal gewinnt er nicht mit unfairen Mitteln. Komm, jetzt haben wir eine Chance. Super. Gut, jetzt haben wir es. Und diesmal wird er nicht mit unfairen Mitteln und wir haben es geschafft. Gut, jetzt haben wir ihn besiegt und wir sind nicht nochmal 3 der Blacklist. Abserviert. Glückwunsch, kannst du aus 2 Symbolen von Ronnie wählen. Für unsere Karriere GT würde ich sagen, haben wir ein einzigartiges Leistungsupgrade. Reifen, perfekt. Das war das, was ich mir gewünscht hatte. Und jetzt gucken wir, ob wir irgendwie sein Auto kriegen noch. Juhu, perfekt. Genau das, was ich wollte. Black ist Nummer 2. Bull, Toro Sato. Wagen, Mercedes-Benz, SLR, McLaren. Stärke, Sprintrennen, Lebenslauf. Wenn Razor nicht wäre, würde Toro vermutlich immer noch von der Blacklist träumen. Razor meint, er hätte ihn im Griff. Dabei ist die Lackierung noch das einzig serienmäßige an Toros Wagen. Er hasst Kratzer an seiner Kiste, also verpasse ihm einen kleinen Schubser, wenn du kannst. Mach ich gerne. Zwei Blacklist-Power. Ich glaube, so weit war ich noch nie bei dem Spiel. Nein.
Ich dachte, er hasst Kratzer und Klettern und so. Mia, Top 3 geknackt. Du hast die Top 3 geknackt. Und das, obwohl du nichts hattest, als du aus dem Knast gekommen bist. Nicht übel. Noch ein Blacklist-Fahrer und Razor gehört uns. Auf jeden Fall. So. Dann holen wir uns erstmal den ersten Martin, gucken den ein bisschen an. Schönen Wagen bitte auswählen. Wo ist er denn? Ach, die sind aber, glaube ich, sortiert nach dem, wie gut die sind. Der ist schlecht. Trotzdem fahre ich mit ihm. Nur um zu unserem guten Unterschlupf zu kommen. Kiss me, I'm rich. I'm Irish. Ah, I'm Irish. Stehe. 8 Rennsieger, 5 Meilensteine, 7,5 Millionen. Okay. Aber wir wollten auf die Karte. Wo sind wir? Da. Und dahin. Die 3,9 Kilometer sind das, glaube ich, oder? Yep. Die fahren jetzt in diesem Wagen. Oh, das sah so aus, als würde jemand neben uns sitzen. Den Wagen in einem Leben, wenn wir keine Kopfverfolgung anfangen. Falls Kopf vor uns, müssen wir einfach nur langsam fahren. Mein aufgemachter Wagen an sich ist ja nicht kein Verbrechen. Der fährt irgendwie die Kurven. Der hat zwar ein ganz gutes Handling in die Kurven, aber er fährt die irgendwie ziemlich schlecht. Hat keine engen Kurven. Ist nicht so ein guter Wagen. Wir haben gleich den Ferrari GT. Der ist viel besser. Wenn wir das Auto von Bull kriegen, müssen wir einfach da mal richtig schön viele Crashs machen. Hops. Schön langsam fahren. Gut, hier ist kein Kopf mehr. Und da haben wir den Tuning Shop, den Autohändler. Jetzt holen wir uns unseren Carrera GT. Gut. Wir fahren gerade den hier. Das guckt man mal bei Höchstgeschwindigkeit bestimmt im Handling und so. Und aufgemacht, versteht sich. Dann hat er. Normalerweise fahren wir die hier. Den hatten wir auch, aber den fanden wir ja nicht so gut. Und jetzt kommt der Porsche Carrera GT. Super. Kosten. Ach, der kostet nur 280.000. Oh, schön. Da haben wir viel Geld. Diesen Wagen kaufen und sofort fahren oder soll der in deinen Unterschlupf geliefert werden? Liefern, abbrechen, fahren. Fahren natürlich. Da haben wir ihn. Und los geht's. Leise ist der. Du musst keinen Kratzer fahren, wenn wir reinfahren, solange wir noch nicht aufgetürmt haben. So. Schicker Wagen. Nein, ist haben wir Kratzer, oder? Hey, nee, haben wir nicht. Schicker Wagen. Auch wenn er momentan noch nicht schnell ist, aber als erstes kommt das Leistungstuning. Hinterzimmer. Leistung. Reifen. Verbessert es nicht wirklich groß. Das ist ein Spezialrennreifen. Jumpman. So. Dann Leistung. Motor. Geld. Wir haben noch 5x46.000.
Das reicht, glaube ich. Ultimate Rennkolben. Denn wir haben einen Rennkolben, größere Einspritzdüsen, Hochleistungsölkühler, Ölkühler, genau. Es gab mal so einen schicken Radioversprecher, Ölbohren. Der sagt ein Ohrböhl, Ölbohr. Dann, der hat sich ganz witzig. Hat sich immer verbrochen. Also dadurch haben wir ein bisschen besseres Handling sogar. Höhere Beschleunigung und höhere Höchstgeschwindigkeit. Teuer. Dann können wir den komplett aufrüsten mit diesem Geld. Jetzt kommt als nächstes Getriebe. Das ist bessere Höchstgeschwindigkeit und bessere Beschleunigung. Dann haben wir eine Rennkupplung, ein Rennschwungrad. Schaffen wir das mit dem Geld? Zweifel ist langsam. Nett, gut, dann müssen wir noch Rennen von früher fahren. Fahrwerk. Haben wir Fahrwerk drin? Nee. Das macht bessere Höchstgeschwindigkeit und besseres Handling. Aber Leistungstuning geht vor, aber ich will den trotzdem noch auf schönen Dingsen aussehen lassen. Fahrwerk hat aber nicht viel gekostet. Solange das jetzt nicht alles so viel kostet, Nitro. Pro, Super Pro, Ultimate. Ja, guck, das kostet jetzt nur 18.000. Das ist viel bessere Beschleunigung und bessere Höchstgeschwindigkeit durch Nitro direkt Einspritzung. Jetzt kommen wir zum Reifen Ultimate. Viel besseres Handling, bessere Beschleunigung und bessere Höchstgeschwindigkeit durch Rennreifen. Dann hier Bremsen. Ultimate. Können wir jetzt nicht sehen, aber kriegen wahrscheinlich besseres Handling durch 6 Kolben, Brennbremssättel, Keramikbremsanlage und Rennbremsbeläger. Das war auch schon wieder relativ teuer, das Ding. Nitro, Reifen, Bremsen, Turbo. Das dürfte wieder teuer werden. Ja, viel bessere Beschleunigung und bessere Höchstgeschwindigkeit durch Stufe 3 Turbo im Spezial Wastegate. 76.000 mal. Ich hoffe, das optische Tuning kostet nicht zu viel. 230 haben wir nur noch. Als wenn das Tor steht. Jetzt. Das Karosserie-Kit hier ist 1. Ach, es gibt nur 2. Schade. Ist dir nichts eingefallen oder wie? Hm. 2. Spoiler. Sport. Tuner. Sport Carbon. Tuner Carbon. Ja, Carbon nehmen. Ja, Carbon, glaube ich. Oder sagen Carbon nehmen oder normal? Können die lackiert werden? Ja, normal. Nicht Carbon. Das ist eigentlich bloß ein Unterschied. Ah, okay, verstehe. Ja, das ist ein anderer. Barracuda, Switchblade, Jorgen, Skirrup. Ich lese jetzt nicht vor, ich gucke einfach nach guten. Tornado sieht, naja, okay, Fishtail, Wildfire, Tandem, Joker, Venom, Impact. Sport gucken wir mal. Es muss irgendwie richtig schön geschwungener sein. Joker passt ganz gut eigentlich. Ja, ich glaube, wir nehmen Joker. Dann Felgen. Oh Gott, da gibt's immer so viel Auswahl. Was haben die denn alles? So. Ah, die kann man auch schon. 17, 18, 19, 20. Ich will mal gucken, ob man dann einfach mehrere nehmen kann. Sozusagen überschreiben die Bestellung. Könnten wir immer so die besten aussuchen. Naja, hier sind das Beste. Naja, sind jetzt nicht die geilsten. ADR. Nein. Das müssen dünne Felgen sein. Enkel.
König. So. Na, König sah gar nicht, das letzte sah gar nicht so schlecht aus. Ist gut für ein Dings. Wie heißt das? Geländewagen, die vergeben. Ich will noch mal kurz hier bei König Let's gucken. Ja, die sah gar nicht so schlecht aus. Racing Hard. Ach, da waren wir gerade. OZ, OZ, du bist ganz komisch. Naja. Warum sag ich ganz komisch? Es gibt so viel Auswahl. Ich weiß, dass wir hier schon waren. Vielleicht hier Super Legra 3. Also bis jetzt Super Legra 3, dann voll können wir noch. Das sieht gar nicht schlecht aus, weil Erfolg draufsteht.